Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Armadillo. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Armadillo. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann auch ein Fazit. Armadillo ist ein Spiel aus dem Hause Amigo, Autor Rudi Bauer. Ab 8 Jahre 2 bis 6 Personen. Das ist auch mal wieder ein Spiel mit mehr Personen am Tisch. Dazu Infos mehr im Fazit. Jetzt erkläre ich euch erst einmal die Abläufe und die sind auch gar nicht mal so schwer. Hier seht ihr die ganzen Karten. Jeder bekommt 10 Karten auf die Hand. Natürlich verdeckt, ohne dass die anderen sehen. Das seht ihr ja schon mal hier. Dazu hat jeder noch 2 Chips. Die Würfel legt man parat und diese Chips dann auch. Es wird gespielt über 3 Runden und Ziel ist es, am Ende der dritten Runde, also zusammengerechnet alle Runden, die wenigsten Minuspunkte vor sich zu haben. Und das sind insbesondere die Handkarten. Und die Handkarten möchte ich in diesem Spiel unbedingt loswerden. Ja, wie mache ich das? Hier seht ihr die Würfel und die Würfel haben unterschiedliche Werte. Ihr seht, der blaue, der ist eher für die kleinen Werte. Der rote ist natürlich eher für die hohen Werte da. Und wenn ich am Zug bin, dann schaue ich natürlich mal erst, was für Karten ich auf der Hand habe. Ich kenne natürlich die Karten der Mitspieler nicht, aber das ist ja toll, dass sie hier 2 niedrige Werte hier hinterlegt. Das heißt, was nehme ich denn? Ich kann ein oder mehrere Würfel nehmen. Ich hoffe mal, die Mitspieler haben keine kleinen Werte. Weil ich werde jetzt nur einen blauen Würfel nehmen. Ich nehme nur einen Würfel. Ich hätte auch gleich auf die 19 spielen können. Aber ich nehme nur den kleinen. Ich würfel also und habe die 2. Oh, das ist ja super. Ihr seht die 2. Jeder schaut natürlich auch, ob man die 2 hat. Beziehungsweise, wenn es mehrere Würfel sind, man addiert alles zusammen. Ich habe die 2. Eine Karte darf man abwerfen. So, die habe ich abgeworfen. Das ist super. Will man oder kann man nicht, darf man sich natürlich einen Chip nehmen. Hätte ich zum Beispiel die 3 gewürfelt, da habe ich ja die 2 hätte ich gar nicht erfüllen können. Aber ich hätte einen Chip abgeben können. Also hier habt ihr auch die Möglichkeit, mit Chips quasi zu hantieren, um eurer Zahl näher zu kommen. Weil ihr wollt natürlich eine Karte nach der anderen nicht in der Reihenfolge, in der beliebigen Reihenfolge ausspielen. Vielleicht habt ihr irgendwann keine Karten. Super, 0 Punkte. Dann dürfen die anderen in dieser Runde, sofern es nicht die letzte natürlich ist, einen Chip sich nehmen oder eine Karte abwerfen. Weil die Karten, die Mitspieler noch auf der Hand haben, das sind Minuspunkte. Und das notiert man sich. Und so wird über 3 Runden gespielt. Und wer am Schluss die meisten Minuspunkte hat, der hat das Spiel verloren. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Armadillo. Ja, schon ein witziges, schnelles Spielchen, einfaches Spielchen. Ich habe es, glaube ich, auch schon auf Instagram gepostet. Zielgruppe sind hier insbesondere Familien, Gelegenheitsspieler, einfacher Regel, lockere Spiele, Absackerspiele. Das ist jetzt so ein Spiel. Erste, zweite Klasse kann ich mir beispielsweise auch im Unterricht super vorstellen. Wenn es um das Addieren geht, am Anfang kommen ja eher die Werte bis 10, dann kommen später die Werte bis 20, kann ich mir zum Beispiel auch in der Grundschule dann durchaus vorstellen, als Lernunterstützung in irgendeiner Art und Weise mit Karten, wo man dann würfelt und auch schon überlegen muss, hohe Werte, niedrige Werte, finde ich wirklich gelungen. Es ist natürlich nicht für jeden und ihr wisst aufgrund des Videos durchaus, ob ihr sagt, das ist mir zu einfach. Komplex sicherlich nicht, aber der eine oder andere wird sagen, das ist mir zu einfach. Und so ist es auch bei uns, abhängig von der Gruppe, da kann man es auf den Tisch bringen, bei anderen Gruppen, da lohnt es sich nicht, da weiß ich, da ist es viel zu einfach. Und so muss man auch das auswählen, was die Spielgruppe dann angeht. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, oder also das muss man schon abwägen, weil abhängig von der Gruppe, da passt es nämlich perfekt und so soll es nämlich auch sein. Es soll ein einfaches, schnelles Spielchen sein, schneller lernt, wo ihr über mehrere Runden spielen könnt, wo ihr in der Familie spielen könnt, wo man auch mit Oma und Opa dann absolvieren kann, weil es einfach gemacht ist, hat dieses Zockerelement, weil jeder schaut ja gleichzeitig drauf und kann natürlich eine Karte dann abgeben. So müsst ihr sehen, vielleicht ist ja was für euch. Ihr dürft es gerne in den Kommentaren hinterlegen, dass endlich mal wieder so ein Spiel auch auf dem Kanal zu sehen ist, also nicht nur die Expertenspiele, sondern auch mal etwas kleineres, Kinderspiele ja auch immer ab und an auch, aber das zählt sicherlich für die Gelegenheitsspieler oder die Familienspieler, die einfach eine lockere Runde spielen wollen und genau dafür ist Armadillo dann auch da. Das zu allen Infos, wenn ihr es euch holen wollt, schaut mal über die unten genannten Links, wenn ihr das spiele. Auch andere Produkte euch holt, da unterstützt ihr uns nämlich immer automatisch, zahlt nicht mehr. Ansonsten schaut vor Ort beim Händler oder andere Quellen, die ihr dann habt. Ja, das war's zu Armadillo aus dem Hause Amigo. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.